Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video und ich stelle mir die Frage, bahnt sich da ein Akkudefekt bei mir an oder was ist da los? Freunde, ich bin heute früh an meinem Ziel angekommen, wo ich hinfahren wollte und dann ist mir was aufgefallen, was mich stutzig gemacht hat und das möchte ich mit euch besprechen. Dann habe ich noch drei weitere Themen, neues Model 3 Ludicrous will ich euch was sagen, da gibt es einen Vergleich, der mir sehr gut gefällt, den möchte ich unbedingt weitergeben, ist genau mein Ding. Dann gibt es noch eine Info oder meine Einschätzung zu dieser Neuigkeit, dass zum ersten Mal mit über 1000 kW Ladeleistung ein Elektrofahrzeug geladen wurde. Und dann habe ich noch was für euch. Und aber jetzt als allererstes gehen wir mal zum Akku. Das, was ich noch habe, ist was zum neuen Porsche Macan. Da habe ich ein paar interessante Zahlen rausgefunden. Jetzt schauen wir mal zum Akku, was mir da aufgefallen ist. Freunde, dann schaut euch das mal ganz kurz hier an. Also, halt, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. So, also, ich habe 8% noch im Akku. Und ich habe verfahren mit dieser Akkuladung 45 Kilowattstunden und ich habe tatsächlich fast auf 100% aufgeladen gehabt. So, wenn wir jetzt mal rechnen, diese 45 Kilowattstunden, wir lassen jetzt der Mathematik mal wieder freien Lauf, ergeben 92%. Und wenn ich also schaue, wie hoch, wie groß ist mein Akku insgesamt, dann komme ich auf 49 Kilowattstunden, Freunde. Das ist ein bisschen sehr wenig. Jetzt werde ich mich als erstes mal anschließen und ganz interessanterweise schauen wir mal schon, was haben wir für eine Temperatur im Akku. Oh, wir haben 38 Grad im Minimum, das heißt, wir werden ganz gute Ladeleistungen sehen. Und das nach 38 Minuten Fahrt hierher. Der Akku hatte beim Losfahren ungefähr 15 Grad. Das heißt, wir haben jetzt 15, 25, 35, wahrscheinlich hat er sogar weniger als 15 Grad. Also wir haben 25 Grad ungefähr geschafft in den 38 Minuten, kann man sagen. Aber es könnte reichen für 170 kW Ladeleistung. Ich bin hier natürlich wieder ins Handling, Pitstop und genau. So, jetzt stecken wir mal rein, hoffen wir auf eine gute Ladeleistung. Und dann lesen wir mal mit Scan My Tesla aus, wie gerade der Stand von meinem Akku ist, denn ich mache mir tatsächlich Sorgen, das sage ich euch. So, wir sind am Laden, los geht's. Was kriegen wir für eine Ladeleistung zusammen? Wir haben übrigens wirklich eiskalt, gell? Temperaturen draußen, also das ist überhaupt nicht schön. So, was haben wir jetzt? 65, 70. Um 17.20 Uhr haben wir uns angestöpselt. Ich habe beim letzten Mal auf 100% geladen in dem Pasinger Kahn war das. Das ist jetzt ein paar Tage her. Ich habe bevor er fertig war mit dem Kalibrieren, glaube ich, abgesteckt oder ich habe ihn sogar noch kalibrieren lassen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe ihn davor abgesteckt, bevor er fertig war mit dem Kalibrieren. Aber das ist ja Wahnsinn. Mein Akku müsste ja, was weiß ich, 54, 55 Kilowattstunden mal mindestens haben, wenn ich das so ausrechne auf diesem Weg. Sagen wir mal 54. Ich würde vielleicht sogar noch 53 Kilowattstunden eingehen lassen. 171, 172, also Ladeleistung ist super. So, und diese Ladeleistung müsste jetzt auch für 3 Minuten halten. Und perfekt wäre es, wenn das von 10 bis 5, also von 8 bis 23% wäre das Maximale, was er diese Ladeleistung hier halten können müsste. 175 kW ist sehr schön. Wir haben jetzt gerade 40 Grad im Akku. Im Minimum 175 kW, 13%. Sehr schön, die Anzeigen bleiben alle da. Also das hat mich schon verwirrt, zumal ich auch nicht feststellen konnte, dass ich hier in irgendeiner Art und Weise übermäßig viel Strom verloren hätte, sage ich jetzt einfach mal, während dem Parken, seit dem letzten Mal laden. Dem ist also hier nicht so gewesen. Das heißt, ich kann mir das im Moment gerade nicht wirklich erklären, was da los ist. Auch meine Verbräuche sind jetzt nicht ganz so krass irgendwie gewesen. Und, aha, wir werden schon langsamer, schaut euch das mal an. Nur noch 160 kW bei 15%. Es geht schon leicht runter. Bis wie auch leider denn bis 100%? Ja genau, das würde also passen. Er sagt, wir brauchen 40 Minuten. Also am besten wäre es natürlich, ich würde jetzt auf 100% hochladen. Das kann ich jetzt heute hier aber nicht machen, weil mir die Zeit dafür nicht ausreicht. Die 40 Minuten habe ich insgesamt nicht. Aber das müsste ich dann demnächst mal irgendwie schauen, was das hier bedeutet. Also jetzt gucken wir mal in Scan My Tesla. Und Scan My Tesla, jetzt haben wir schon 44 Grad übrigens im Akku. Scan My Tesla sagt, dass meine Full Rated Range, ihr seht ja, wie das hin und her springt, also
Der hat jetzt die ganze Zeit lang nur noch gesagt 392 Kilometer. Und das müsste bei 100% eigentlich bei 409 bis 410 Kilometer hier liegen momentan. Also ich habe jetzt einen richtigen Sprung nach unten gemacht von hier 409 auf 392 und jetzt schwankt er so da, 394, jetzt schwankt er so ein bisschen hin und her. Ich würde jetzt das, oder 385, Freunde, ich würde jetzt das hier nicht unbedingt für bare Münze nehmen, sondern für mich ist schon ein bisschen entscheidender sozusagen, was da oben steht. Und das können wir dann nachher vielleicht auch noch ausrechnen, was da steht. Und übrigens, schaut mal her, maximal, also nominal Fullpack 56,5 Kilowattstunden. Ich war bei 58,1 bis vor ein paar wenigen Tagen. Also das heißt, hier ist irgendwas in meinem Akku passiert, was die Degradation angeht. Und zwar irgendwas ziemlich Erhebliches, würde ich jetzt mal sagen. Weil, dass man mal 2, 3, 4 Kilometer führt, ist okay. Wenn der Akku nicht gescheit ausbalanciert ist, verliert man auch mal ein bisschen mehr Kilometer. Das kann ich auch noch verstehen, das ist auch noch okay. Aber also das, was ich verloren habe, da komme ich nicht ganz klar drauf an Kilometern. In wirklich kurzer Zeit. Und mein BMS ist auskalibriert. Ich habe einen Puffer unter 0 von 2,54 Kilowattstunden bloß. Gell? Also er hat jetzt nicht irgendwie hier 5 Kilowattstunden in den Puffer gelegt. Na, das passt hier eigentlich alles. Also ich kann mir das momentan nicht erklären, was hier los ist. Aber wir laden jetzt hier einfach mal ein bisschen und dann werden wir das schon sehen, was da am Ende des Tages dabei rauskommt. Und bevor wir uns abstecken, bevor ich mich abstecke, werde ich schauen, wie viel Prozent habe ich im Akku und was zeigt er hier an Kilometern dann an für die Prozent. 25% wären 101, wenn wir das jetzt mal 4 nehmen, dann sind wir bei 100, dann wären wir bei 404. Also mal schon ganz grob vorausgerechnet, ja, es könnte eigentlich schon in die richtige Richtung gehen. Aber das würde bedeuten, dass mein Akku wirklich überhaupt nicht gescheit kalibriert gewesen ist in irgendeiner Form. Naja, werden wir mal gucken, vielleicht ist auch nur Scan My Tesla all over the place und der weiß überhaupt nicht, wo er eigentlich hin soll. Aber dieser nominal Fullpack, der war bei 58,1. Also der ist definitiv hier zumindest mal kleiner geworden. Also man sieht schon, er braucht wahrscheinlich mal wieder ein bisschen kalibrieren. Ja, gut. So, das ist jetzt mal das erste Thema. Wir laden weiter und schauen, worauf das Ganze rausläuft. Dann, Freunde, Tesla Model 3 Ludicrous ist mal wieder, sagen wir mal, überraschend für alle plötzlich erschienen. Ja, richtig cool, haben wir uns natürlich sehr darauf gefreut. Und da gibt es ein richtig cooler Vergleich. Jetzt schaut mal her, wir sind jetzt bei 30% und haben 131 kW Ladeleistung. Okay. Ja, gut. Also auf jeden Fall, Model 3 Ludicrous ist rausgekommen. Einen Tag bevor ich dieses Video drehe, also kann ich jetzt sagen, meinetwegen gestern. Und da gibt es einen Vergleich, der hat mir extrem gut gefallen. Den muss ich mal kurz hersuchen, ich blende ihn euch ein. Und zwar hat es der André von E-Fieber gemacht, richtig cooler Vergleich. Der hat das neue Model 3 Performance-Modell mit dem BMW M3 verglichen. Und sowas gefällt mir ja unfassbar gut. Und der Vergleich ist der Hammer. Schaut euch das mal an, Freunde. Also, Startpreis vom BMW M3 89.300, vom Tesla 56.990. Wir reden also von über 32.000 Euro teurer beim BMW. So, die Beschleunigung von 0 auf 100. BMW 4,2 Sekunden, der Tesla 3,1 Sekunden. Meine Herren, Höchstgeschwindigkeit BMW 250, der Tesla 262 km/h. Ja, die Unterhaltskosten, ist klar, der Tesla braucht keine Ölwechselung, kein gar nichts, der BMW eben schon andauernd. Ja, und dann eben diese Frage, muss man da noch überlegen? Und ich finde ehrlich gesagt, da ist was dran. Also wenn man jetzt natürlich sehr viel Geld hat, dann ist das gar keine Frage und man hat Bock auf den Verbrenner und auf das Geplärre aus dem Auspuff und so weiter und so fort, dann kann man sich natürlich diesen BMW M3 holen. Ich bin selber Petrolhead gewesen, bevor ich bezeichne mich eigentlich immer noch als Petrolhead, weil ich bin immer noch sehr autoaffin, aber eben nicht mehr den Verbrennern gegenüber, weil die Vorteile bei der Elektromobilität sind der Hammer. Aber ist auch wurscht. Jedenfalls, wenn man natürlich Bock drauf hat, dann kann man sich den holen. Im Innenraum ist der sicherlich nochmal etwas feiner verarbeitet, bessere Materialien und so weiter. Braucht man nicht drüber reden, mag so sein. Aber ob das alles 33.000 oder über 32.000 Euro Aufpreis wert ist, ja,
Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Also zumal das Auto noch langsamer ist in praktisch allen Belangen. Also das ist dann schon was, da muss ich innerlich immer schmunzeln. Dafür liebe ich Tesla, dafür liebe ich sozusagen diese Elektromobilität, damit zusammenhängt, mit wie wenig Aufwand und auch halt finanziellem Aufwand unfassbar viel erreicht wird. Wer jetzt von euch sagt, du kannst keinen BMW M3 mit einem Tesla Model 3 Highland Performance vergleichen, okay, alles gut, muss ich auch gar nicht unbedingt wollen. Aber mir taugt dieser Vergleich in Zahlen, weil mir taugt es, was Tesla da einfach bietet, für welches Geld es geboten wird. Und dann hat man noch mehr Fahrleistungen, was die Beschleunigungswerte angeht, als man im M3 bekommt. Wenn man jetzt irgendwie Nordschleife fährt oder irgend sowas, oder am Nürburgring da rumpest. Ja, mag schon sein, dass die Rundenzeiten vielleicht sogar vom M3 schneller sind, weil der in der Kurve nochmal etwas bessere Straßenlage hat und so weiter. Aber das sind Dinge, die kann man eigentlich gar nicht ausfahren in der Praxis. Aber die Beschleunigung von der Ampel weg oder sowas mal kurz, das kann ich schon ausfahren. Oder mal auf der Autobahn von 80 durchbeschleunigen, das geht alles. Und ja, da hat einfach der BMW deutlich das Nachsehen. Ja, also so viel meine Gedanken zum Tesla Model 3. Ich finde es richtig cool. Cooles Fahrzeug geworden. Also ich finde, ich habe da nichts zum Aussetzen. Allerdings fehlt mir natürlich das Kleingeld, das Ding zu kaufen. Also ich bleibe hier mal beim langsamsten Tesla, den es gibt, beim Model Y Standard Range, der vielleicht bald einen neuen Akku bekommt. Ja? Wer weiß, was da sich jetzt ergibt. Wenn ich einen neuen Akku kriege, will ich übrigens den BYD Blade Akku, meine Freunde. Sage ich gleich mal vorweg. Habe ich nämlich höhere Ladeleistungen. So, jedenfalls so viel zu dem Thema. Dann gab es eine Schlagzeile, dass Mercedes Actros 600, das ist also quasi ein LKW von Mercedes, ein elektrischer LKW von Mercedes, dass der jetzt mit über 1000 kW geladen wurde. Und zwar ganz genau waren es 1001, irgendwas, 24 oder sowas kW. Also mit über 1000 kW ist der geladen worden. Und zwar bei 22% State of Charge. Das ist jetzt erst einmal eine richtig krass coole Meldung. Das sagt, jawohl, das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer, als wir das sonst vom PKW kennen. Aber ich habe das mal so ein bisschen hinterfragt, denn man muss die Ladeleistung immer ins Verhältnis zur Akkugröße setzen. Denn, wie ihr schon von mir wisst, es gilt die C-Rate. Die ist eigentlich für mich immer so ein bisschen das Entscheidende. Das heißt, die C-Rate sagt, mit dem wievielfachen der Akkugröße kann ich sozusagen laden. Also wenn ich einen Akku habe, der 60 Kilowattstunden groß ist und ich lade mit 1C, dann lade ich mit 60 kW. Wenn ich mit 2C lade, lade ich mit 120 kW. Und unsere Tesla-Modelle, die ja mal nominal, sagen wir mal, einen 60 Kilowattstunden haben hier im Standard-Range-Modell, die laden ja fast mit 3C, also fast 180 kW, haben wir gesehen, 175, 176 kW habe ich jetzt geschafft. Im Standard-Range mit dem BYD Blade-Akku habe ich schon 180 kW gesehen, das ist also 3C. Ja. Und jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie groß ist denn der Akku von diesem Actros-Modell. Ja, und der hat einen Akku von 620 oder sowas Kilowattstunden. So, 620 Kilowattstunden. Wenn ich da also diesen Akku mit 3C laden würde, dann, also so wie wir das hier in unseren Autos machen, dann müsste ich quasi mit 1800 kW laden. Die laden aber nur mit 1001 kW. Das heißt also, von der Fahrzeugtechnologie hier, von der reinen, hat es mich am Ende des Tages doch nicht so krass begeistert, wie diese Schlagzeile halt eben überall aufgebauscht wurde, sage ich jetzt mal. Also da laden unsere Fahrzeuge im Verhältnis eigentlich deutlich schneller. Und jetzt muss man sagen, also ihr müsst eigentlich mit 1800 kW laden. Von der Seite der Ladeinfrastruktur hat es mich schon beeindruckt, denn man weiß ja, was es bedeutet, wenn wir hier unsere, in dem Fall jetzt die V4-Stalls sozusagen hier haben und die haben dann eine Kabelkühlung mit dabei und so weiter und so fort. Das ist also nicht ganz ohne. Und dort eine Ladeinfrastruktur herzustellen, beziehungsweise überhaupt einen Lader zu bauen zu können, der also über 1000 kW tatsächlich abgibt und liefert, finde ich schon ganz enorm. Übrigens bin ich gerade bei über 50% im Akku, also bei 51% im Akku, und wir laden noch mit 101 kW. Das ist gut, das stellt mich zufrieden. Vor allen Dingen beruhigt mich das ein bisschen in Bezug auf den Gesundheitszustand meines Akkus, weil man weiß also immer, bei 50% lädt er in der Regel mit 100 kW zumindest, wenn der State of Charge zu Beginn der Ladung niedrig war, ja, also 10% oder weniger, dann ist das immer so ein ganz guter Anhaltspunkt bei 50% 100 kW. Wenn ich auf dem Roadtrip wäre und es eilig habe, wäre übrigens das spätestens der Zeitpunkt, zu dem ich mich wieder abstecken würde und dann weiterfahren.
würde. Ja, also wie gesagt, seitens des Herstellers von der Ladeinfrastruktur finde ich das natürlich schon beeindruckend, weil die Cable Cooling und lauter solche Sachen, also da muss schon ordentlich was gemacht werden an Logistik oder da muss schon was reingesteckt werden, damit das, ja, damit diese Ladeleistung hergestellt werden kann. Also vom Fahrzeug, vom LKW her bin ich nicht so krass überrascht, da im Verhältnis laden unsere Fahrzeuge da wesentlich schneller. Ja, und da kommen wir jetzt zum vierten Thema sozusagen, und zwar der neue Porsche Taycan. Jetzt sind ja praktisch alle möglichen YouTuber, die halt groß sind, ich gehöre leider noch nicht mit dazu, die von Porsche eingeladen wurden, diesen Porsche Macan Probe zu fahren, Porsche Macan Turbo in der Regel, und das hat in Frankreich, glaube ich, stattgefunden. Und ja, jedenfalls habe ich mir gedacht, dieser Porsche Macan ist ja ein kleines SUV so ein bisschen, oder es ist ja ein SUV, also habe ich das mal in verglichen oder setze ich das ins Vergleich zu unserem Tesla Model Y Standard Range. Warum mache ich das? Mir ist schon klar, dass Tesla vielleicht ein bisschen in einer anderen Liga spielt, so was die Qualität und so weiter angeht, das mag schon sein, und die Verarbeitung, aber in dem Moment, wo ich eigentlich Geld ausgebe, will ich mir schon überlegen, ob das, was ich als Gegenwert bekomme, wirklich gut ist, und weil dieses Fahrzeug ja auch so gefeiert wird, will ich das ins Verhältnis zu unserem wirklich ja, Preis-Leistungs-Sieger im Grunde genommen setzen, nämlich zu unserem Model Y. Und jetzt passt mal auf, Freunde, da bin ich auf interessante Zahlen gekommen. Also, der Porsche Macan, ich habe es mir aufgeschrieben, hat einen Porsche Macan Turbo, hat einen 100 Kilowattstunden Akku, davon sind ca. 95 Kilowattstunden, ja, wirklich nutzbar. Das ist mal an sich nicht schlecht, allerdings ist immer die Frage, wer braucht einen 95 Kilowattstunden großen Akku? Das ist die Frage, die ich mal stelle. Ja. Vertreter, Außendienstler, ja, die fahren aber wahrscheinlich keinen Porsche Macan. Leute, die ständig in Urlaub fahren oder die irgendwelche Fahrzeuge oder sowas hinter sich jetzt, so einen Wohnwagen, die brauchen große Akkus. Aber ansonsten, der Normalo braucht eigentlich keinen so großen Akku, meiner Meinung nach. Ja, und jetzt kommen wir zur Ladeleistung. 270 kW Ladeleistung im Peak. Unsere Model Y Long Range Modelle haben ja auch schon 250 kW, aber ist jetzt wurscht, 270 kW im Peak. Aber jetzt kommt natürlich das Highlight. Die Ladeleistung von über 200 kW wird bis ca. 55% State of Charge gehalten. Also das ist natürlich schon stark. Und da wird also angegeben, dass zwischen 10% und 80% State of Charge, das lädt man in 20 Minuten nach. Das klingt gut. Wie ist denn das bei unserem Model Y eigentlich, Freunde? Ha, jetzt passt mal auf. So schlecht stehen wir nämlich im Verhältnis gar nicht da. Also passt auf. Ich nehme natürlich unser Model Y mit dem BYD-Modell. Das habe ich ja schon wunderbar auswerten können. Und da sieht es also so aus, dass das Model Y mit dem BYD Blade Akku die 70% State of Charge, also wir haben ja von 10 bis 80 sind 70%, und diese 70% schafft es in 21 Minuten. Also das heißt, fast genauso schnell kann man 70% nachladen. Das Entscheidende sind jetzt aber gar nicht unbedingt die Prozent, sondern die Kilowattstunden bzw. die Strecke in Kilometer, die ich in der Zeit nachlade. Und da habe ich nachgerechnet, Freunde. Da habe ich nachgerechnet, da lasse ich mich nicht lumpen, da lasse ich die Mathematik fließen. Ja? So, und wie schaut es da aus? Also, der Porsche lädt also in dieser Zeit 66,5 Kilowattstunden nach in etwa. Bei einem Verbrauch von 18,3 Kilowattstunden, und da habe ich jetzt seitdem so ungefähr den WLTP-Wert genommen, macht es 363 Kilometer aus. Was macht unser Model Y mit dem BYD Blade Akku? Denn unser Model Y fährt ja effizienter, wir brauchen also weniger Strom. Wir laden nach 40,6 Kilowattstunden, nochmal zu 66 Kilowattstunden, also sagen wir 40 zu 66. Wir haben aber nur einen Verbrauch WLTP von 13,8 Kilowattstunden, habe ich mal angenommen. Ich glaube, wenn man WLTP diese 455 Kilometer Angabe spitz rechnet, ist sogar weniger. Aber ich rechne es mal zu unseren Ungunsten, also 13,8 Kilowattstunden. Das heißt, wir laden nach 290 Kilometer. Also in 20 Minuten oder 21 Minuten 290 Kilometer zu 360 Kilometer. Ja, das ist ein Unterschied. Das ist richtig, ja. Aber ich finde den Unterschied gar nicht so groß für das, was sozusagen da für ein Hype um den Porsche Macan letzten Endes auch ein bisschen gemacht wird und um dessen Ladeleistung und was der alles so kann. Ja, schauen wir uns die Preise an. Der Porsche geht los bei 84.100, dann ist es aber nicht der Turbo. Für 84.100 bekommt man 5,2 Sekunden von 0 auf 100. Das ist auch ungefähr die Leistung, glaube ich, vom Long Range. Nur das Long Range Modell kostet keine 84.000 Euro, sondern das liegt bei 55.000 Euro oder sowas. So, und der Porsche Turbo kostet dann 114.600 Euro, schafft 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Und unser Model Y Standard Range, das gibt es ab 44.990 Euro, also mit der Ladeleistung, die ich gerade genannt habe. Und das Performance Modell gibt es für 59.990 Euro. Also
55.000 Euro Unterschied. Also man kriegt ja schon fast zwei Model Y Performance für einen Porsche Macan Turbo S. Und unser Performance-Modell braucht halt 3,7 Sekunden von 0 auf 100 anstatt der angegebenen, was waren es jetzt, 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Freunde, ich weiß nicht. Ich habe noch einen Fun-Fact rausgefunden, und zwar die beim Porsche kostet die elektrische Heckklappe, die elektrische Ladeklappe kostet beim Porsche 571,20 €. Da musste ich lachen, als ich das gesehen habe, aber das gibt's ja nicht. Ich muss bei dem Porsche noch die elektrische Ladeklappe extra bezahlen. Die ist ja bei uns dabei von Haus aus, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Also Freunde, ich weiß nicht, ich als ehemaliger BMW-Fahrer und Petrolhead und deutscher Herstellerliebhaber fällt mir das natürlich alles schwer. Aber ich muss schon sagen, ich komme dann immer mit, für meine Begriffe ist das der falsche Weg. Ja, für meine Begriffe ist das der falsche Weg. So, jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben jetzt 68% im Akku, schauen wir mal, Scan My Tesla sagt immer noch 397 Kilometer Full Rated Range, 56,5 Kilowattstunden. Das ist alles nicht so leiwand, Freunde, ich sag's euch. Das ist nicht leiwand, gell? Grüße gehen raus an die österreichischen Zuschauer. So, ja, jetzt haben wir 68% und 272 Kilometer. Also, 272 durch 68 mal 100. Er würde hier jetzt sagen, wir hätten 400 Kilometer bei 100% State of Charge. 400 Kilometer. Freunde, ich hatte 409. Also für meine Begriffe ist es nicht optimal im Moment. Ich habe doch jetzt bitte nicht innerhalb von wenigen Tagen 9 Kilometer Reichweite verloren bei perfekt kalibrierten BMS nach unten hin. So, ja, das hilft jetzt alles nichts. It is what it is. Das ist gerade mein Stand. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterladen und dann werde ich euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Das heißt, wir stecken dann noch gemeinsam ab, wenn ich fertig bin. Und dann halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das hier mit meiner Degradation weitergeht, weil das ist zu hoch. Das ist meiner Meinung nach zu hoch. Übrigens spielt bei der Degradation die Kilometer gar keine so große Rolle. Ich bin jetzt, glaube ich, 23.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Sondern das Alter ist wichtiger bei der Degradation des Akkus als die gefahrene Kilometer. Und mein Auto ist jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt ungefähr. Also das kommt mir schon etwas hoch vor. Ich hätte jetzt in 1 Jahr und 2 Monaten, also wenn ich jetzt wirklich nur noch 100 Kilometer angezeigt bekäme, hätte ich jetzt in 1 Jahr und 2 Monaten 18 Kilometer, sagen wir mal 20 Kilometer in Reichweite verloren. Das wären fast 5%. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Schreibt mal in die Kommentare, alle die ein Standard-Range-Modell haben mit dem LFP-Akku. Freunde, egal ob Model Y oder Model 3, was habt ihr für eine Degradation im Moment? Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren, ja. Damit man das einfach mal vergleichen kann. Also mir kommt es jetzt schon hoch vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich lade jetzt mal weiter und dann stecken wir nachher noch gemeinsam ab. So, und ich habe jetzt doch fast vollgeladen. Ich habe mir jetzt wirklich die Zeit genommen. Bin jetzt bei 98% und Freunde, es ist natürlich, man hat nicht immer alles im Kopf, aber schaut mal, wenn ich hier drauf drücke, sagt er mir ja sogar, wo mein Limit ist, 397 Kilometer, wenn er voll ist. Also Freunde, ich habe jetzt halt irgendwie 10, 12, ich war bei 409, ich habe so 12 Kilometer Degradation jetzt verloren, irgendwie in den letzten 1 Woche oder 1,5 Wochen oder irgend sowas. Also ganz enorm, wie ich finde. Ich habe jetzt übrigens genau 40 Minuten Laden hinter mir, von 8% auf, ja, jetzt mal bei 99 oder 98, habe ich jetzt hinter mich gebracht, ja. Aber ich sage euch auch eins, nein, ich werde keinen Porsche Macan Turbo mir kaufen. Ich bleibe bei Tesla, treu, ganz eindeutig, überhaupt keine Frage. Vermutlich ist diese Degradation auch normal. Ich weiß es nur jetzt gerade nicht. Ja, es ist eine Lernkurve, durch die ich durchgehe, durch die wir alle durchgehen. Ihr, die alle ein Abo dagelassen habt oder mich regelmäßig anschauen, ohne mich abonniert zu haben, die wissen das, dass ihr macht die Lernkurve mit mir zusammen quasi auch mit. Aber das halte ich jetzt schon für relativ viel, ehrlich gesagt. Übrigens, Scan My Tesla ist korrekt, zeigt 397 Kilometer an, Full Rated Range. Das ist auch schon mal ganz interessant.
Er hat da ja immer geschwankt mit 400 und 300, irgendwas, also 397 ist es. Aber der Trick ist ja eigentlich der, sobald ihr das Auto ansteckt, könnt ihr hier auf die Kilometer wechseln. Dann wird euch das Limit von 100% auf Kilometer angezeigt. Dann seht ihr es eigentlich auch jedes Mal. Ha, ja, genau. Man kann, wie gesagt, nicht immer alles komplett präsent und im Kopf haben. Ja, das scheint jetzt auf jeden Fall der Stand zu sein. 397 Kilometer. Er ist hier auf 396 gerade runter. Was ist hier passiert? Hier sind wir noch bei 397. 94, also es fehlen vielleicht noch 3 Kilometer. Ja. Also ich kaufe keinen Porsche Macan Turbo. Ich bleibe hier. Ich beobachte das Ganze. Ich werde euch informieren, wie das weitergeht. Bin da natürlich auch selber schwer daran interessiert, Freunde. Schwer daran interessiert, kann ich nur sagen. Ja. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr auch. Denkt auf jeden Fall dran, nicht vergessen, wenn euch dieses Video von mir hier gefällt, Feierabend, Pitstop, gebt bitte einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, wir müssen wachsen. Porsche hat es bei mir nicht zurückgemeldet mit der Probefahrt, die ich dort angefragt habe. Ja. Schade drum, läutet auch die Glocke. Also wir müssen im Kanal größer werden, sonst habe ich die Chance nicht. Ist schon krass, die einen YouTuber werden eingeladen nach Frankreich, um die Fahrzeuge zu fahren. Und ich kann es nicht mal vom Örtlichen hier für irgendwie 2 Tage haben oder irgend sowas. Ne? Tja, so ist das Leben. Also wenn ihr wollt, dass ich einen Porsche durchs Bermuda-Dreieck jage, dann gebt Bescheid. Übrigens bin ich gerade an einem Tesla Model S Plaid dran, den zu fahren, den fahren zu können. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich bin da dran. Ich stehe da im Kontakt mit Tesla und es sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Und das Tesla Model S Plaid wird volle Kanne ums Bermuda-Dreieck gejagt, das kann ich euch gleich sagen. Mit Ladevideo und so weiter und so fort, drum und dran. Dauert ein bisschen, aber ich bin da dran und es wird passieren. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, auch Freunde, abonniert den Kanal. Wir brauchen Abos, 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 Abos aus Österreich, Abos aus der Schweiz, Abos aus Deutschland, von überall her. Ja, nicht vergessen zu abonnieren. So, gucken wir nochmal, wo wir stehen. 395, jetzt ist er schon am Kalibrieren. Beim Kalibrieren ist natürlich immer so eine Sache, weil man nicht genau weiß, wie lange das dauert. Aber ich glaube, wir haben das, was wir wissen wollen, schon mal rausgebracht. Und ja, bin jetzt eh schon spät dran. Er zeigt die 99% an. 395, hier sagt er übrigens Full Rated Range jetzt 395 Kilometer. Ich weiß nur jetzt nicht, ob ich hier eine Viertelstunde sitzen muss zum Kalibrieren oder ob das schneller geht. Das wissen wir nicht. Was wir mal gucken könnten noch interessanterweise, wir können uns ja hier auch die einzelnen, Moment da mal, BMS, auch die einzelnen Zellen quasi anschauen, wie die gerade stehen. Also wir haben hier hauptsächlich mal diese 3,4 Volt. 96 Zellen haben wir und er liest hier natürlich jetzt auch diese 96 Zellen aus. Und das dauert ein bisschen. Sind aber alle über 3,4 bis jetzt. So. Ich kann jetzt hier aber keinen irgendwie ganz erheblichen Zellendrift feststellen, ehrlich gesagt. Die sind alle 3,4. Ja gut, wir haben 3,40, 3,41. Also das ist jetzt hier auch nicht so, dass ich sage, der Zellendrift wäre in irgendeiner Art und Weise bedenklich. Naja, Freunde, ich kann jetzt hier kalibrieren, wie ich will. Da werden keine 409 Kilometer mehr draus. Das werden jetzt die 397 oder sowas ungefähr werden. Und dann ist es rum ums Eck. Ja? Also das heißt, ich muss das Auto zu Hause nochmal etwas länger bei 100% an die Wallbox hängen dann demnächst und schauen, ob das nochmal was bringt. Ansonsten ist das Thema durch, Freunde. Was soll ich sagen? Degradation hat voll zugeschlagen beim Big O Electrify. Also haben wir jetzt insgesamt schon von 418 auf 397, 21 Kilometer verloren. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so, können wir nicht ändern. So, wir stecken uns jetzt ab und dann geht es für mich nach Hause endlich
Und ja, das Video ist jetzt doch länger geworden, als ich gedacht habe. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. An all diejenigen, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So, das Kabel war falsch rum aufgewickelt. Darum wickel ich es jetzt auch wieder falsch rum auf. So, Freunde, gebt einen Daumen hoch. Macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt das Leben. Ciao, ciao. Euer Big O Electrify. Servus. So, jetzt muss ich noch kurz was einschieben. Und zwar habe ich die Idee gehabt, dass ich meine Dateien schnell auf dem Laptop kopiere. Und in der Zeit, die wollte ich nicht sinnlos verstreichen lassen, habe ich nochmal eingestöpselt und schaut mal, was passiert ist. Mein Ladelimit ist jetzt bei 401 Kilometer. Das heißt, je länger ich jetzt kalibriere, umso größer wird jetzt dieses meine Reichweite wieder. Also Freunde, ihr müsst eure Akkus auch nach oben hin kalibrieren. Ihr seht es nicht nur nach unten, sondern auch nach oben hin. Und ich vermute, dass ich beim letzten Mal auf 100% Laden nicht kalibriert habe. Schaut mal, nominal Fullpack wird größer, 57 kW. Nichts mehr mit 56, irgendwas. Also dieses Kalibrieren ist echt wichtig, auch nach oben hin. Nach unten hin kalibrieren und nach oben hin zwischendurch. Vor allen Dingen dann, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt irgendwas nicht mit dieser, mit dem Thema Reichweite. So, aber ich muss jetzt mich endgültig abstecken, weil ich muss nach Hause. Ich bin schon viel zu spät, ich schon fast eine Stunde stehe ich schon hier rum. Und ja, das heißt, ich muss mir demnächst mal die Zeit nehmen und muss das Fahrzeug wieder richtig kalibrieren lassen. Das hilft ja nichts. Es hilft alles nichts. Freunde, das war's jetzt endgültig. Ich stöpsel mich ab und fahr heim. Macht es gut. Ciao, ciao.